Als wir 2018 in Rumpot auslaufen, ist es für uns das erste Mal, dass wir nicht zu einem bestimmten Zeitpunkt zurück sein müssen. Wir reisen bewusst in kleinen Etappen und so erreichen wir schon im August 2018 Gibraltar. Wir sind total happy und überwintern an der Algarve in Portimão. Ende März 2019 machen wir den für uns größten Schlag nach La Graciosa und nehmen uns vor, alle Inseln der Kanaren zu besuchen. Bei uns steht das langsame Reisen mit unserem wunderschönen Boot im Vordergrund. Wir lieben es, an Bord zu leben, zu kochen, die landesüblichen Produkte kennenzulernen. Das Segeln und überhaupt das Leben an Bord ist für uns das, was uns begeistert. 2020 zerstörte Corona alle unsere Pläne. Doch wie heißt es so schön, wenn eine Tür zugeht, geht eine andere auf. Im November 2020 segeln wir mit Olivers Indigo Moon von Teneriffa über den Atlantik nach Antigua in die Karibik. Ein unvergessliches Erlebnis. Danke, lieber Oliver, dass wir zusammen die Zeit verbringen konnten. Nachdem wir unsere durch einen Rohrbruch geflutete Wohnung wieder renoviert haben, kehren wir frisch geimpft im Juni 2021 endlich wieder zurück nach Lanzarote. Unseren Wunsch, nach Madeira oder auf die Azoren zu segeln, müssen wir wegen der fortgeschrittenen Jahreszeit erst einmal verschieben. So haben wir viel Zeit, uns und unser Boot zu pflegen. Die vielen neuen Bekanntschaften und Freundschaften hier auf der Insel lassen aber die Zeit nur so dahinrasen. So kommt es, dass ich einige wunderbare Tauchgänge hier auf Lanzarote mache. Zufällig lerne ich Michael kennen, der mich spontan auf einen Tauchgang zu seinen Engelshaien einlädt. Außerdem fasziniert mich auch das Museo Nautico vor Rubicon, das ihr in Episode 45 miterleben könnt. Das von Corona dominierte Jahr 2021 beenden wir mit einem Heimurlaub und sind aber rechtzeitig im Februar 2022 zum Krantermin zurück auf Lanzarote. Seit kurzem ist es leider nicht mehr erlaubt, an Bord während des Werftaufenthaltes zu übernachten. Deshalb möchten wir uns an dieser Stelle ganz besonders bei Herbert von der Passion dafür bedanken, dass wir 3 Nächte auf seinem Boot verbringen durften. Lieber Herbert, wir sind überwältigt von deiner Gastfreundschaft. Vielen Dank dafür. Kennt ihr das auch, dieses Gefühl, endlich weiterfahren zu wollen? Es wird immer stärker und wir sind schon sehr gespannt, wohin uns der Wind diese Saison treiben wird. Seid auch gespannt und klickt wieder herein, wenn es wieder heißt Segeln und Reisen mit Segeljacht Mola Mola.